Ja, hey Leute, willkommen bei 1, 2, 3, Schaa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 
Ja, ich habe noch ca. 26,6 Kilometer vor mir. Bisher ist die Tour okay, nicht super. Man hat zwar ein paar gute Abschnitte, die echt mega Spaß machen zu fahren. Am Zeit überwiegend Landstraße, durch Dörfer und sowas in der Richtung halt. Ich hoffe, dass die Tour noch ein bisschen besser wird als bisher vom Weg her. Man ist ja okay, an der Landstraße lang zu fahren und auch durch kleinere Dörfer und sowas. Aber ist halt nicht so mein Ding, Leute. Ne? Aber sonst ist die Tour bisher ganz cool soweit, Leute. Ich mache eine kleine Trinkpause. Wir fahren dann gleich weiter. Ich gehe jetzt vorne dann gleich wieder runter und dann hier oben auf die letzten 26,6 Kilometer entlang weiter. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich ein Schloss gefunden. Das ist der Name des Schlosses hier, wo ich gerade bin. Ich würde sagen, Leute, jetzt schauen wir uns doch mal an, dieses Schloss. Vorne geht's rein. Ich hole mal rein. Mountainbike mit, dann schauen wir uns das Schloss doch mal an, Leute. Ja, Leute, ich bin genau im Innenhof des Schlosses. Das ist echt ein mega krasses Schloss. Ich habe vielleicht nur so ein schönes Schloss gesehen. Das ist einfach der Hammer hier. Das ist richtig beeindruckend hier, das Schloss. Einfach nur genial, Leute. Echt ein Hammer-Schloss, wie ich das finde, Leute. Ja, das Schloss hat ja auch, wie ihr sehen könnt, Skulpturen zu bieten. Ist echt sehr cool hier. Schauen wir uns jetzt mal den Rest des Schlosses noch an. Mal gucken, was man noch so erkunden kann an diesem Schloss. Ja, da bin ich auch hier im Haupthof des Schlosses unterwegs. Von hier oben hat man echt einen fantastischen Blick, den ich euch mal präsentieren werde. Das ist doch mal ein Blick von hier oben aus. Ich lege so ein Mountainbike mir hier ab. Leute, kann man bis nach Köln gucken hier. Das ist da echt mal ein mega Blick hier. Echt der Hammer, Leute. Ich weiß nicht, ob man auch irgendwie in den Hof reinkommt, also hinten ins Schloss reinkommt. Die meisten Schlösser haben ja auch einen Schlosspark. Mal gucken, ob ich das auch irgendwie da finde. Das ist echt schon cool hier. Leute, hinter der Glasscheibe kann man so eine schöne Kutsche erkennen. So eine Hochzeitskutsche, ich meine, das ist echt ein schönes Ding hier. Ja, Leute, das wäre die Kutsche von der anderen Seite. Ich habe schon einen Weg hier reingefunden. Das sieht sehr interessant aus. Diese alte Kutsche hier. Das hat auch mal meine Sicht von der Rückseite vom Schloss Bensberg. Echt schon sehr, sehr cool aus, dieses alte Schloss. Das Schloss stammt aus dem 16. Jahrhundert, konnte ich gerade eben lesen. Echt Hammer, das Ding hier. Ja, Leute, das ist wohl diese Schlossparkanlage. Also nicht so mega überraschend toll für mich. Ich habe mir eigentlich besser vorgestellt, die Schlossparkanlage. Aber dafür ist das Schloss umso beeindruckender, Leute. Mit Mountainbike und hier nochmal das Schloss zu sehen. Aber hier für so einen schönen Tag im Schloss zu verbringen, würde ich sagen, reicht das doch auch aus. Diese Schlossparkanlage hat auch ein paar Gelegenheiten zum Hinsetzen und so. Ja, um einfach das Wetter wie heute zu genießen, Leute. Ja, Leute, hier gibt es auch eine Informationstafel über das Schloss. Hier gut zu sehen. Hier eine Info über das Schloss. Wenn ihr es durchlesen wollt, haltet einfach das Video mal an und lest euch das mal durch. Ich versuche es mal zu zeigen, so gut wie es geht gerade hier. So, ich nehme mal hier rüber.
gibt es noch ein paar Schaubilder hier vom Inneren des Schlosses. Leute, ich fahre es weiter. War echt mal ein cooler kleiner Ausflug in dieses Schloss hier. Sehr gut gefallen. Ich würde sagen, wir sind jetzt mal auf die letzten knapp 25 Kapitel vor uns haben jetzt. Zum Abschluss nochmal das Schloss Behnsberg hier. Das ist ein Eingang nochmal zu sehen. Das ist der Haupteingang vom Schloss Behnsberg. Thank you. Leute, wie ihr erkennen könnt, bin ich wieder am Rhein zurückgekehrt. Ich bin, glaube ich, knapp über 60 Kilometer heute gefahren mit dem Mountainbike. Ein neues Mountainbike, ist echt cool, macht echt mega viel Spaß damit zu fahren. Ja, die Tour war ja zum Teil gut, zum Teil nicht so gut. Man hat oft über Landstraßen gefahren, durch kleine Städte und auch Dörfer. Das war gerade nicht ja, für mich so besonders. Aber man hatte aber auch ein paar schöne Aussichtspunkte gehabt. Ein schönes Schloss zu betrachten. Er ist einen guten Schluss halt gekommen. Fährst noch zum Rhein, machst hier die Abschlussaufnahme. Vorne schön Rhein zu sehen. Im Hintergrund die Kranhäuser auch zu betrachten. Ganz hinten auch zu erkennen den Kölner Dom. Ja, ich würde gleich über die Brücke hier vorne zurückfahren, dann zum Bahnhof. Ja, Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn ich für euch und für mich heißt. 1, 2, 3, schon unterwegs. Volle Power, volle Kraft und volle Energie war ich mal wieder unterwegs. Was auch immer.